Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle. In den letzten Folgen haben wir Steel Ball One abgeschlossen und jetzt machen wir uns auf in Part 8 JoJolion. Der wird wahrscheinlich sehr kurz sein, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die da viel erzählen können. Aber naja, gucken wir mal. Okay, immer noch im, ja, alternativen, was, Jonathan? Im alternativen Universum. Der achte Part spielt so ungefähr zur Zeit vom vierten Part, glaube ich. Und der Hauptcharakter heißt ebenfalls Josuke Hishigata. Also eigentlich nicht, der Charakter kann sich nicht erinnern, wer er ist, aber er wird Josuke genannt, so wie im vierten Part. Und ja, warum jetzt der hier ist, den Typen habe ich gar nicht runtergeladen, glaube ich. Weil ich nicht wusste, wer das ist. Der kommt, glaube ich, aus einer anderen Serie oder so. Aber egal, wir spielen jetzt mal Episode 1 Phantom Blood. Okay. Ich kämpfe jetzt gegen alle JoJos oder was? Hör mal geil. Okay, vielleicht doch nicht zur Zeit vom vierten Part, aber.肩に星型のあざを持つ謎の青年が地面の下から発見される。彼は記憶を全て失っており、自分の名前すらも覚えていなかった。後見人によって東方丈助と名付けられた彼は、自分の記憶を取り戻すため再び壁の目に向かうのだった。これは呪いを解く物語。 Okay. Was hat das jetzt damit zu tun, dass er jetzt gegen Jonathan kämpft? Als er bei den Maueraugen ankommt, entdeckt er dort etwas, das im Boden vergraben ist. Dem Boden entsteigt ein großer, kräftiger Mann, der sich streckt und Kampfhaltung einnimmt, als er Josuke sieht. Josuke versucht ihn abzuwehren, aber so eine Was-wäre-wenn-Geschichte oder was? Alles klar. Keine Geheimmission, alles klar. Warte! Omae wa nanimono nanda? Zombie ni nado, hokori aru wagana o osheru hitsuyou nasu! Warum ist der denn so aggressiv? Das Bett, oi. Oh, super. Alter, Jonathan, wir sind doch Freunde. Warum hat der denn gelbe Klamotten? Ich dachte, in seinen Klamotten werden weiß. In der Fähigkeit finde ich auch wieder gut. In Blasen können das, was sie treffen, irgendetwas entziehen. Ja, zum Beispiel Augenlicht. Ja, als er diese Dinger gegessen hat. Weil mit den achten Part bin ich jetzt noch nicht so vertraut. Also die ersten 30 Chapter bis jetzt gelesen. Aber mehr auch nicht. Ist ja noch ongoing. Damit hat mir hier irgendwie einer was reindrücken würde, wenn ich jetzt nicht alles über diesen Part weiß. Ich habe die ohne Stand gemacht, die hat noch okay. Stehen wir uns, warum den seine Klamotten gelb sind, muss noch weiß sein. Ich werde jetzt hier nichts spoilern, aber Spoiler. Der Typ soll ja irgendwie eine Fusion aus irgendeinem und den Kira Yoshikage aus diesem Universum sein. Also ja. Da würde ich auch gerne wissen, wie das noch zu Ende geht irgendwann. Soft and wet. Dish. Ja, Haftung, okay. Ja, bleib uns noch.
Das ist ja diese Balkonszene gewesen, oder was? Meine Güte. Wahrscheinlich, wenn irgendwann in ein paar Jahren Jojo weiter ist. Du hast die Geschichte abgeschlossen, okay. Dann, keine Ahnung, dann sehen wir irgendwie mehr von dem. Und hoffentlich auch von den anderen Charakteren. So, wer kommt jetzt? Joseph oder Dio? Und jetzt gegen jeden Hauptcharakter kämpfen, gegen jeden Jojo. Als der Mann fällt, wird er unter die Erdoberfläche gezogen und verschwindet. Der schockierte Josuke beschließt, seine Suche fortzusetzen. Er spürt, dass etwas mit den Maueraugen nicht stimmt. Schon bald entdeckt er zu seinen Füßen einen weiteren vergrabenen Gestalt. Dieser Mann ähnelt dem vorherigen, aber er scheint irgendwie leichter und agiler zu sein. Nachdem er dem Boden entstiegen ist, beleidigt er Josuke und greift ihn an. Warum? Vielleicht kommt noch Jotaro. Klopp. Meine Güte, mach doch. Ah. Meine Güte, das sind kleinere und weniger Blasen. Ah. Ah. Mann. Hier hat er keinen Angriff. Probier mal hier alle Kombinationen aus, um zu gucken, wie die Charaktere noch funktionieren. Und zack! Ein starker Angriff. Okay, den hat er seine Stärke erhöht, ne? Okay, dann nehmen so. Da. Ha! Pop! Na. Der Achterpack soll ja auch im Moment, glaube ich, richtig erfolgreich sein. Habe ich gehört. Bams. Aber meine Blasen sind stärker. Nein, voll gucken. Ach, die eine, boah, wie ist die nochmal? Ja, gut, den habe ich als letztes noch gelesen, ey. Ey, Joho hieß er, glaube ich, oder mit H irgendwie. Warum weiß ich den seinen Namen auch von der einen nicht? Yashiro oder irgendwie so, ne? Bin mir jetzt nicht sicher. Oder Yashiro. Das gibt's doch nicht hier. Ich muss meine Blubberblasen. Boink. Und weg ist er. Ah.
sie voll verstört, weil ich auch kannte der den ersten. Sehr schön. So, krieg ich jetzt Jotaro auf die Fresse oder was? Es ist der Stand-User, gegen den ich kämpfe. Stardust Crusader. Wow. Er wird erst richtig merkwürdig, wenn er gegen Josuke kämpft. Nachdem Josuke den zweiten Mann besiegt hat, wird er auch dieser in den Untergrund gezogen und verschwindet. Während seiner weiteren Suche bei den Maueraugen entdeckt Josuke noch eine Gestalt, die aus dem Boden auftaucht. Dieses Mal scheint es ein japanischer Schüler zu sein, aber er ist genauso stark wie die anderen beiden. Der junge Mann sieht Josuke mit eiskaltem Blick an und nähert sich ihm. Und schlägt ihn dann in die Fresse. Mein Gott, warum sind die also steillustig? So, jetzt mal jetzt sofort loslegen. Oh nein, der ist es halt. Ja, stimmt, der hat ja auch umsonst. Aua! Pisser! Da war doch Absicht. Zack. Ja, okay. Lass mal unsere Ohr-Ohrs aufeinander treffen, Mann. Er macht das einfach nicht. Und zack, soft and wet. Kann ich theoretisch andere auch Blut verlieren lassen? Ja, voll überpowered. Okay, ob man drei Kürze oder Kreis dort hängt ab irgendwie. Wie weit der Weg da ist bei einigen Attacken so, ne? Aber warum sollte man denn irgendwie eine kürzere Variante nehmen, wenn man immer eine längere einsetzen kann? Weil man das auch die Stärke. Ich bin so competitive. Ich hab den Kampf gerade voll unter Kontrolle, bis auf das. Und zack, nein! Weggetreten einfach. Warum das denn? Egal. So, jetzt Josuke gegen Josuke. Ja, wahrscheinlich alles in so ein Part aufnehmen, ne? Und dann weiß ich nicht, so cutten in mehrere Parts. Als der dritte Gegner besiegt ist, verschwindet auch dieser im Untergrund, damit aus dem Blick fällt. Während seiner weiten Suche bei den Maueraugen entdeckt Josuke noch eine Gestalt, die aus dem Boden auftaucht. Es ist ein weiterer japanischer Schüler wie der dritte Mann, er ist nur etwas jünger und etwas kleiner. Er ordnet sich die Frisur, fragt Josuke, wer er sei und spricht eine letzte Warnung aus. Was? Der müsste sich mal vorstellen. Nein. Fängt ja schon mal gut an.
Das sieht doch genauso viel ab, verstehe nicht. Wird so kompliziert. Aha. Ah, was? Wie macht mir Schaden? Ja, in meinem Blubberbläschen. Ma. Der macht mich fertig. Wo meine Abwehr ist erhöht, ne? Und zack. Soft and wet bams. Blubberbläschen. Nein. Boah, der Pisser. Oh, wer hat jetzt gewonnen? Aber ein Doppel-K.O. leck mich. Oh, köstlich. Oh, ich gehe nach Hause. Bands. Noch eine Blubberblase. Wenn das eine echte Seifenblase ist, so mit dem ganzen Zeug, ist das irgendwie nicht überraschend, dass man das Augenlicht verliert. Bah, wenn mich an den näher rankommt. Bah, ist jetzt gut. So, wieder eine Blubberblase. Bands. Zack. Oder mein Name ist nicht Josuke, ne? Ha. Sehr gut. War eine knappe Kiste. Noch drei Stück müssen jetzt eigentlich kommen. Oh Mann. Vento Oreo. Als der vierte Gegner besiegt ist, verschwindet auch dieser im Untergrund, damit aus dem Blickfeld. Während seiner weiteren Suche bei den Maueraugen entdeckt Josuke noch eine Gestalt, die aus dem Boden auftaucht. Hat sie, war nicht gerade schon? Diesen blonden Jungen umgibt eine mysteriöse Aura, die es Josuke schwer macht, ihn einzuschätzen. Ist er ein Japaner oder ein Junge aus dem Westen, Freund oder Feind? Es lässt sich unmöglich feststellen. Mit sanfter, aber durchdringender Stimme spricht er zu Josuke.